Hallo, liebe Abenteuerfreunde, ich bin Nightflyer und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider. Wir haben in der letzten Folge am Ende dieses Lager hier errichtet. Wir haben einen grandiosen Auftakt erlebt und müssen nun auf die Jagd gehen, denn wir brauchen was zum Mampfen, denn unsere liebe Lara hat ein kleines Hüngerchen. Und ich wollte gerade mal gucken hier, ich habe hier gerade so schöne Partikeleffekte gesehen. Nice, nice. Also es ist nicht hässlich. Auch nach 3 Jahren sieht es immer noch gut aus. Wobei das natürlich eben hier die Definitive Edition ist, die hier grafisch noch ein bisschen aufgewertet wurde, auch auf den Konsolen. Lara hat ein neues Modell bekommen. Und ist zumindest im Bereich des Modells, glaube ich, da sogar der PC-Version überlegen. In allen anderen Sachen natürlich hat man auf dem PC sowieso höhere Texturen, Effekte und so weiter und so fort. Da ist auch schon was wir fangen könnten. Allerdings haben wir ja gar nichts. Womit wir jetzt... Soll ich das mit der Hand machen oder was? Ach, das sieht immer noch geil aus hier, oder? Ich bin total begeistert gerade. Oh Gott. Armer Kerl. Oh ja. Moment. Den Bogen kann ich brauchen. Ja, den Bogen können wir gebrauchen. Das würde die Jagd doch etwas erleichtern. Dann schauen wir doch mal, wie wir an den Bogen da rankommen. Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall wahrscheinlich da über diesen Ast. Hier haben wir irgendwie einen Bunker oder was? Okay, ich schaue mich erstmal ein bisschen um hier. Wie das so meine Art ist. Kennt ihr ja. Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Ja, ja. Das ist schon klar, Mädel. Ich brauche eine Waffe. Ja, ist ja schon gut. Ja, da kommen wir doch locker flockig ran. Na, das sehe ich doch schon so. Ah, jetzt springt es auch ein bisschen besser. Ja, Lara war ja verletzt oder ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen verletzt, würde ich sagen. Also zumindest das Blut sehe ich ja noch. Aber sie hat sich halt ein bisschen erholt und ist jetzt auch wieder ein bisschen agiler. Okay, dann versuchen wir mal hier über diesen Balken zu balancieren. Ja, komm, komm, Mädel. Ich schaff das. Perfekt, perfekt. So, was nu? Was nu? Sag mir doch, was ich machen soll. Okay, ich soll mich irgendwie bewegen hier. Ja, so kann's gehen. Eigentlich wollte man nur den Bogen haben, nicht die ganze Leiche. Provisorischer Langbogen. Mal sehen, ob das Ding mal funktioniert. Ja. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Ah ja, also Roth ist quasi so etwas wie der... Ich muss etwas zu essen finden. Wie ihr Mentor, und ich glaube, er ist auch der Kapitän des Schiffes gewesen, den sie eben so persönlich kennt. Wir haben ja so ein bisschen was in den Rückblicken gesehen und ich habe auch mal einen Blick in den Comic geworfen, der dem Spiel quasi beiliegt in digitaler Form, wo eben so ein bisschen die Vorgeschichten der einzelnen Charaktere erzählt wird. Jetzt können wir erstmal hier, bevor wir irgendwas machen, hier zack, holen wir das Ding da runter. Na, geht doch. Wo ist das Teil? Da. Ein von 10 Toten zerstört. Also gar nichts zu sammeln, sondern zum Zerstören. Okay, da konnte ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Wir sollen offenbar 10 Totems zerstören. Und ich frage mich, 10 Totems insgesamt im ganzen Spiel oder 10 Totems in dieser Region? Ich weiß es gar nicht. Und sehr geil, das Spiel läuft auf der PlayStation 4 in 60 Frames, ne? Bin begeistert. Davon seht ihr natürlich bei YouTube nichts, da ich nur mit 30 Frames aufnehme. So, wir gucken mal hier auf diesen Bunker drauf hier. Ja, und auch interessantes Detail am Rande. Wir sind ja hier quasi in das Drachendreieck gesteuert. Und dieses Drachendreieck ist nicht etwa irgendwie eine Erfindung oder so, sondern dieses gibt es tatsächlich. Ist quasi das Pendant zum Bermuda-Dreieck. Und auch hier verschwinden öfters mal Schiffe und Flugzeuge. Also ob da jetzt was dran ist und was da dran ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Auf jeden Fall hat... Charles Berlitz. Viele von euch kennen ihn vielleicht. Der schreibt gerne... Oh, hier haben wir noch ein paar Bögen, ein paar Pfeile.
der schrieb ständig so Bücher über solche Phänomene, Bermuda-Dreiecke, der hat auch über Atlantis geschrieben und so weiter und so fort, hat auch ein Buch über das Drachendreieck geschrieben. Und interessant ist, dass dieses Drachendreieck auf den gleichen Breitengraden liegt wie auch das Bermuda-Dreieck. Also so eine kleine Gemeinsamkeit gibt es da eben. Okay, jetzt wir müssen irgendwie auf die Jagd. Ich versuche mal hier den Fluss hier runter zu latschen. Ich bin ja nur am Labern und komme gar nicht zum Spielen hier. Okay, wir müssen hier so ein Reh fangen, glaube ich. Drücken Sie R3, um zu zoomen. Ach, okay. Na gut, dann komm, wir gehen nicht hier weiter runter, sondern gucken wir erstmal hier. Muss man hier schon ein bisschen genauer angucken. Also es sieht immer noch geil aus, bin begeistert. Können wir da irgendwie klettern? Warum ist denn hier so ein Seil drum? Das ist irgendwie eine Markierung. Ich weiß nicht. Hier ist hier auch wieder so ein Ast hier, wo wir drüber können. Ah, das klappt jetzt schon viel, viel besser. Habe ich da wieder gesammelt? Waren das wieder Bögen? Pfeile? Ein bisschen schlecht erkennbar, finde ich. Aber gut, wir brauchen ein Reh. Wir haben Hunger. Dann gehen wir hier lang. Kohldampf. Oh. Bleibst du stehen? Na, so eine Scheiße aber auch. Steht direkt vor meiner Nase und ich schieße daneben. Geil, ey. Ja, so ist das. Wo ist das Vieh jetzt hin? Man, tut mir ein bisschen leid und das Reh, ne? Aber, hallo? Wir haben Hunger. Da, komm, jetzt hier. Haben wir hier ein bisschen Konzentration jetzt hier. Das ist zu weit weg. Bleib doch mal stehen. Bleib stehen. Wie viele Pfeile haben wir denn? Weiß ich gar nicht. So ist brav. Vielleicht ins Auge. Sehr schön. Okay, das hat geklappt. Oh ja. Entschuldigung. Ist ja mehr ein Hirsch, ne? Glaube ich. Was Tiere angeht, bin ich nicht so sehr bewandert. Außer, dass man das Fleisch essen kann. Das weiß ich natürlich. Ein Fähigkeitspunkt finden Sie ein Lager. Okay, zurück zum Lager. Okay, müssen wir uns nicht extra noch looten oder was? Keine Ahnung, drücken Sie allein, um die Umgebung zu erkunden. Lara. Du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Hm, wir sollen also die Sterne lesen. Gut, wir gucken mal. Da ist noch ein zweites, ich weiß nicht, sollte man, nee, das reicht, ne, was wir gemacht haben. Da ist unsere Markierung, wo wir hin sollen wahrscheinlich, ne? Was anderes sehe ich aber auch nicht. Tja, armes Viech. Naja, wir haben was zu futtern. Das ist das Wichtigste. Oh, nein. Ich war jetzt gerade... Och, die laufen ja überall rum hier. Okay, verhungern werden wir nicht. Das ist ja schon mal was. Ich überlege gerade, ob wir den Weg hier nochmal so zurückgehen. Ich weiß, wofür sind diese Markierungen? Weiß ich nicht. Okay, um das Balancieren brauche ich mir keinen Stress machen. Ich habe da in der letzten Folge echt schon Befürchtungen gehabt. Hier ist doch irgendwas. Oder? Ne. Ja, ja, ist mir schon klar, dass ich da drauf drücken soll, weil wir da hinten hin sollen. Ich will aber hier gucken. Was ist denn das da? Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Und heute Morgen fand man seinen Helm. Sonst nichts. Keine wegführenden Spuren, kein Blut, keine Patronenhülsen, nichts.
Die anderen verdächtigen chinesischen Partisanen, manche sogar amerikanische GIs, diese Idioten. Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Es sind die Oni, die uns verfolgen. Ruhelose, böse Geister, die in den alten Gebäuden auf dieser Insel hausen. Wir sind Eindringlinge und sie beobachten uns. Sie warten. Die vielen Wracks, die Ruinen. Die ganze Insel ist ein Friedhof. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Oni uns holen. Die Oni also. Ja, sehr interessant und genau, das wollte ich vorhin noch sagen. Denn wir sind hier auf einer Insel, den Namen kennen wir nicht. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt noch kennenlernen. Wir sind ja auf der Suche nach eben diesem verschollenen, legendären Königreich. Ich glaube, Yamatai war es. Und möglicherweise ist auch die Insel so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir eben auf einer Insel im Pazifik, eben in diesem Drachendreieck. Und wir haben in der letzten Folge schon einige Bauten und ein Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Und tatsächlich entspricht das auch eben tatsächlich wahren Begebenheiten wieder. Dass die hier teilweise auf diesen Inseln stationiert waren. Können wir hier rein? Gibt es da nicht irgendwie einen Weg rein? Weiß ich jetzt gar nicht. Na gut, wir gehen da zum Lager jetzt erstmal zurück hier. Vielleicht ergibt sich das alles von selbst. Ich weiß das alles nicht mehr so genau. Wie gesagt, es ist kein Blind Let's Play, aber ist halt schon eine Weile her, wo ich das Ding gezockt habe. Da, wo sollen wir hin? Zum Lager. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich auch irgendwie gleich einen Fähigkeitenpunkt verteilen. Geschützter Grat heißt unser Lager übrigens. So, Fähigkeiten. Verwenden Sie Fähigkeitenpunkt, um im Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. Okay, tierische Instinkte. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu finden, Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Ach, wir müssen also weiterhin jagen, wenn ich das richtig verstehe. Okay, was haben wir denn da? Wir haben einen Punkt zur Verfügung. Meistern Sie 7 weitere Fähigkeiten, um Rang 2 freizuschalten. Abgehärtet. Okay, tierische Instinkte, Überlebenskunst. Sammeln Sie zusätzliche Belohnung beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Verbessertes Bergen. Durchsuchen Sie Kisten und Truhen sorgfältig, um zusätzliches Bergungsgut zu erhalten. Knochensammler. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig, erhalten Sie zusätzliches Bergungsgut. So, irgendwie, das klingt alles gleich irgendwie. Pfeile wiederfinden. Findige Bogenschützen zieren ihre Pfeile aus neutralisierten Feinden. Das finde ich gut. So, Plünderung. Finden Sie bei toten Feinden versteckte... Achso, dazu brauchen wir erstmal Pfeile wiederfinden. Okay, das ist voneinander abhängig. Dann haben wir Klettergewandtheit. Verbessern Sie Ihre Kletterkünste, um sich schneller fortzubewegen und Sturzschäden zu vermeiden. Auch das ist interessant. Aber dazu müssten wir, wenn ich das richtig sehe, Rang 2 sein. Okay. Also das heißt, wir machen erstmal... Das hier, oder? Ich finde das, glaube ich, am spannendsten. Oder halten Sie die Augen offen, um schwer zu finden, Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Ich weiß es nicht genau. Womit fangen wir denn an? Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern. Verbessertes Bergen. Ne, ich neige tatsächlich zu den Pfeilen. Ach, da gibt es noch mehr Informationen. Ja, ein Bild. Ein Bild. Ach, warte mal, da oben... Ach so. Da oben können wir auch noch was machen. Jäger. Ach so, das sind jetzt Überlebensfähigkeiten. Dann haben wir Jägerfähigkeiten. Okay, Überleben und Jäger. Gut, dann gucken wir noch bei Jäger. Sicherer Schuss. Sind Sie konzentriert, haben Sie mehr Zeit, mit Ihrem Bogen zu zielen. Munitionskapazität. Setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein, können Sie mehr Munition transportieren. Das ist auch nicht uninteressant. Ihre erhöhte Stärke ermöglicht Ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Okay, das ist voneinander wieder abhängig, natürlich. Der Rest ist alles Rang 2. Der sichere Schuss, der ist natürlich auch interessant. Aber ganz ehrlich, ich bleibe dabei, dass wir unsere Pfeile wiederfinden. Fürs Erste. Neue Fähigkeit gemeistert. Ja, ist auch gut jetzt hier. So, was machen wir jetzt?
Wie immer, Fähigkeiten, basale Fähigkeiten. Okay, da steht nochmal, dass wir Pfeile wiederfinden haben. 1 von 9 Upgrades gemeistert. Ich habe gedacht, da gibt es mehr, ne? Na gut. Lager, geschützter Grat. Kategorien ansehen. Okay, da ist nichts anderes verfügbar, außer Fähigkeiten. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth, und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat es jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Okay, wir sollen uns also mit dem Kapitän treffen. Ja, ihr merkt es, wir spielen eine... Was ist das für Musik hier? Musik? Ja, wo zum Geier kommt denn die Musik her? Naja. Okay, wir müssen offenbar wieder zurück in den Wald, wo wir gerade auch schon herkamen. Ja, und ihr merkt's, wir spielen eine noch junge und unerfahrene Archäologin, Lara Croft. Sie hat wohl gerade erst ihr Studium abgeschlossen in Archäologie. Ich glaube, ist 21 Jahre alt. Und vom Überleben... ja, Kenntnisse hat sie wohl, das haben wir ja gerade in dem Gespräch schon rausgehört, aber sie war halt eben noch nie in so einer Situation. Und die gilt es jetzt für uns, mit ihr gemeinsam zu bewältigen. Okay, die Tür steht jetzt da offen. Warum ist das so? Hallo? Ist jemand hier? Das macht mir jetzt etwas Sorgen. Hinuntersteigen. Kreist das so mal auf eine Leiter? Das will ich nicht. Ich will weg. Ich will wieder raus. Aber wir werden gezwungen. Die Tür ist zugegangen. Wir können gar nichts anders hin. Also gehen wir mal runter hier. Wir folgen den Klängen der Musik. Eieiei, ich erinnere mich da gar nicht dran gerade. Das Zeichen kenne ich aus Fallout. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Ich glaube, der tote Briefkasten. Okay, hier unten hat wohl jemand etwas länger seine Zeit verbracht, den Strichen danach zu urteilen. Tja, überall diese komischen Symbole. Und eine Menge Schädel. Der eine da sieht komisch aus. Kann ich zoomen? Nee, ich wollte das auch zoomen. Kann ich nicht irgendwie zoomen? Nee, leider nicht.
Das ist von irgendeinem Tier, glaube ich, oder? Ja, ja, hier ist noch so ein, das sind irgendwelche Tierschädel. Noch mehr Striche. Oh Gott. Das ist verrückt. No one leaves. Also, quasi keiner wird dann kommen oder sowas. Diese traditionelle Nomas gestellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Aha. Eine Hanya-Maske. Ach, das ist eine Reliquie. Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Aha, aha, aha. Also sie hat auf jeden Fall entsprechende Kenntnisse. Ach, ich kann nicht einen Touch... Ach so. Ich wundere mich die ganze Zeit darüber, was das da unten für Symbole sind. Und wenn mal zoomen kann ich damit auch. Das ist aber kompliziert. Warum sollte ich denn das tun? Ist doch viel einfacher, auf die Knöpfe zu drücken. Naja, gut. Nettes Gimmick. Okay, Reliquien. Fortschritt 2%. Ein von 42 Reliquien gefunden. Kanpo-Kräuter. 0 von 3 Reliquien. Okay, es gibt hier... Okay, es gibt hier Hanpo-Kräuter, was wohl auch irgendwie Reliquien sind. Fächer aus der Edo-Periode. Da gibt es zwei. Semperfi. Oder Semperfi. Wie auch immer. Okay, es gibt einiges zu sammeln. Ach mal, da oben können wir auch wieder weiter. Dokumente. Wir können auch Dokumente sammeln. 10 Stück, wie es aussieht. Ach, hier haben wir eine Karte. Ja, und offenbar haben wir einiges zu tun. Die Insel ist ganz schön groß. Nun gut. Was ist das da? Da soll ein Dokument sein. Waren wir da schon? Haben wir das verpasst? Hm. Wahrscheinlich finden wir das hier unten in diesem Bunker, glaube ich. Warte mal, was war das hier? Fähigkeiten, Ausrüstung. Okidoki. Dann erkunden wir mal den Bunker. Was war das? Was war das? Ich habe gesehen, wir haben Erfahrungspunkte bekommen, aber ich weiß nicht, was das war. Das waren wahrscheinlich nur, einfach nur Erfahrungspunkte. Ich brauche was zum Aufstemmen. Okay, wir brauchen neues Equipment. Ein Stemmeisen oder so etwas in der Art. Machen wir eben hier die komische Ansicht an hier. Da können wir wieder was verbrennen. Das sollten wir vielleicht tun, damit wir weiterkommen. Gute Idee. Ja, muss schon ein bisschen hier weggehen, wenn du da was in Brand steckst. Oh nein. Ja, das sieht ziemlich makaber aus hier. Nett. Eine Stemmaxt. Damit können wir dann sogleich mal probieren, diese Tür zu öffnen, was uns natürlich eigentlich nichts mehr bringt, da wir schon in dem Raum drin sind, aber vielleicht bringt es Erfahrungspunkte, ich weiß es nicht. So einfach ist das. Bringt keine Erfahrungspunkte. Gut. Dann mal weiter. Ja, ich habe ja... Muss gerade mal meinen Wecker ausmachen, der gerade geklingelt hat und der ansagt, dass wir hier
gleich am Ende der Folge sind. Und ich habe ja zuletzt Uncharted 4 gespielt, hatte ich ja schon erwähnt. Und da kann man übrigens in den Optionen einstellen, dass man diese also das, was wir gerade hatten hier an der Tür, dass man da mehrfach eben die Quadrattaste drücken muss. Da kann man das so einstellen, dass man auf Halten dass man die Taste einfach nur halten braucht. Das fand ich ganz praktisch, ehrlich gesagt. Denn dieses Getippe ist eigentlich nur, ist in meinen Augen eigentlich nur Gängelei. Womit man den Controller triezen kann, quasi. Das hätte ich auch gern hier, aber okay. Wir können nicht alles haben. Ja, und damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Wir werden in der nächsten Folge hier die Treppe, die Leiter hinaufsteigen. Schau mal, was da oben ist. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Und ansonsten könnt ihr auch gerne mal in unser Uncharted 4 Let's Play reinschauen, das aktuell Raindrop macht. Denn Rain ist da unsere Expertin, was die Uncharted-Reihe angeht. Sie hat auch die anderen drei Teile gespielt, übrigens im Schwierigkeitsgrad Crushing. Also wenn ihr mal richtig gutes Gameplay sehen wollt, dann schaut ihr auch da mal rein. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.